Nutze den Neon-Effekt für Text, Fotos und Videos. Farbige Neonröhren, wie man sie vor allem von Leuchtreklame kennt, wurden schon 1909 erfunden und ziehen immer noch die Blicke auf sich. Wie du das geheimnisvolle Neonleuchten für Texte oder Titelanimationen und auch Bilder nutzen kannst, zeige ich in diesem Video. Den Überstrahleneffekt, der dafür verwendet wird, gibt es in VideoVision und Stages. Ich verwende hier Stages, weil das eine einfachere Animation des Effektes ermöglicht, zeige aber auch kurz eine Variante, die man mit VideoVision nachmachen kann. Ich starte mit einem Textobjekt. Die Dauer erhöhe ich gleich mal auf 10 Sekunden. Dann erhöhe ich die Buchstabengröße, stelle den Text mittig und fette ihn. Die Buchstaben sollten auf jeden Fall eine Kontur haben. Als Konturfarbe wähle ich gleich meine Neonfarbe. Diese Farben habe ich aus der Palette benannte Farben mir schon herausgesucht und als eigene Palette gespeichert. Und auch für die Schrift selbst verwende ich die eben gewählte Farbe. Dabei setze ich die Deckkraft aber vorübergehend nochmal auf 0%. Man sieht im Layout-Designer also jetzt nur noch die Kontur. Das hat den Vorteil, dass wir gleich beim Einstellen des Effektes die Auswirkungen besser erkennen können. Dann kommt auch schon der Überstrahleneffekt zum Einsatz. Den ziehe ich aus der Toolbox direkt auf mein Textobjekt. In den Eigenschaften kann ich jetzt die Einstellungen für den Effekt vornehmen. Mit der Einstellung vom Typ Licht werden helle Bildbereiche, in diesem Fall die Konturen, betont. Ändere ich zusätzlich den Radius, ergibt es einen größeren Farbschein um die Kontur. Mit dem Stärkeregler schaue ich jetzt, in welchem Bereich sich mein Effekt ungefähr abspielen soll. Also die Stärke sollte vielleicht zwischen 200 und 900 liegen. Und in Stages kann ich dann die Stärke mit einer Kurve animieren, also die Effekteinstellung über die Zeit verändern und so das Flackern simulieren, das eine Neonröhre beim Einschalten haben kann oder wenn sie schon etwas altersschwach ist. Hier könnte ich jetzt meine Kurve manuell einstellen. Ich mache es mir aber leichter und lasse mir eine Kurve generieren. Ich gebe die Anzahl der Schwingungen ein. Bei 10 Sekunden kann man hier gut mal die 20 Schwingungen nehmen. Und dann kann ich mir hier noch den Bereich anpassen, in dem sich der Effekt bewegen soll. Also so ungefähr 200 als Minimum für den Leuchteffekt. Man kann auch Marken löschen und eigene Marken hinzufügen. Ich spiele es einmal ab. Und man sieht, wie nun die Leuchtstärke durch unsere Kurveneinstellung fluktuiert. Wer mag, kann für den Text auch noch etwas Deckkraft dazugeben. Jetzt leuchtet auch das Innere der Buchstaben mit. Und damit der Effekt nicht so lange flackert, ändere ich noch die Kurve und entferne am Ende hier die Marken, damit eine Leuchtstärke über längere Zeit erhalten bleibt. Diese Kurveneinstellung bei Effekten gibt es nur in Stages. In VideoVision kann man sich aber anders behelfen. Das zeige ich direkt in VideoVision. Ich habe hier auch das Textobjekt und ziehe den Überstrahleneffekt darauf. Für diesen Effekt wähle ich dann eine relativ geringe Effektstärke. Dann kopiere ich den kompletten Effekt noch einmal, setze ihn unter den ersten Effekt und stelle eine relativ hohe Effektstärke ein. Dann erhält der untere Effekt noch den Objekteffekt Transparenzfluktuation. Am besten zuklappen, dann zielt es sich besser. Überstrahlen liegt jetzt in Transparenzfluktuation und dieser Effekt sorgt dafür, dass der stärkere Effekt mal mehr oder mal weniger zu sehen ist. Wie stark und wie oft der zweite Überstrahleneffekt nun den ersten überlagert, kann man in den Einstellungen der Transparenzfluktuation beeinflussen. Das ist, wie gesagt, eine Variante, mit der man in VideoVision arbeiten könnte, aber in Stages ist es einfacher, übersichtlicher und direkt beeinflussbar. Ich bin jetzt wieder in Stages. Der Effekt ist im Grunde fertig und kann natürlich noch erweitert und variiert werden. Mir ist der Text allein noch zu nackt, deswegen nehme ich mir eine dynamische Rechteckform und werde daraus eine Leuchtstoffröhre basteln. Ich füge das Rechteck ein und erhöhe gleich die Dauer ebenfalls auf 10 Sekunden. Als Farbe nehme ich hier auch das Grün, das ich beim Text hatte. Und jetzt kann ich im Layout-Designer aus dem Rechteck eine Linie machen. Oder ich nehme mir die manuelle Eingabe zu Hilfe. Mein Rechteck ist jetzt nur noch ganz schmal. Und ich platziere es hier
unter dem Text und dann kopiere ich das Rechteck nochmal und setze die Linie über den Text. Beide Rechteckformen kommen dann mit in den Überstrahleneffekt, erhalten also die gleiche Lichtstärkefluktuation wie der Text. Das sieht dann so aus. Aber es geht noch etwas besser. Und zwar werde ich diesen Effekt noch einmal überlagern. Ich kopiere wieder den kompletten Überstrahleneffekt, lege ihn noch einmal unter den ersten und wähle auch hier eine größere Effektstärke, um einen größeren Lichtschein zu erhalten. Und den möchte ich aber nicht für den Text, sondern nur für die beiden Rechtecke. Deswegen entferne ich hier beim zweiten Überstrahleneffekt das Textobjekt und zusammen abgestielt sieht es dann so aus. Wer nicht nur zwei Linien haben möchte, sondern eine komplette Umrandung wünscht, auch dem sei geholfen. Ich habe hier wieder das Textobjekt mit dem Überstrahleneffekt. Zum Rahmen des Textes verwende ich gleich eine per Bildeffekt erzeugte Kontur. Dazu füge ich irgendein Bild ein. Das kann hier ein Hintergrundbild sein. Die Dauer anpassen. Dann markiere ich den Text und kopiere die Größe des Auswahlrahmens. Gehe dann zum Bild und füge die Größe des Auswahlrahmens über Pfad einfügen ein. Jetzt sind Bild und Text erstmal gleich groß. Aber der Rahmen soll ja etwas überstehen, deswegen ziehe ich das Bild an einer Ecke mit gedrückter Umschalt und gedrückter Alt-Taste größer. So wird das Seitenverhältnis und der Mittelpunkt beibehalten. Dann ändere ich hier die Reihenfolge in den Spuren und man sieht, das Bild ist jetzt etwas größer als der Text. Aber man soll natürlich nicht das Bild sehen, sondern eine Kontur und deshalb gehe ich in den Bildeditor. Dort geht es an den Reiter Effekte. Über das Plus kann ich einen Kontureffekt hinzufügen. Als Einstellung verwende ich die Kontur von beiden Seiten, also innen und außen. Als Stärke nehme ich 0,1 und als Farbe das Grün vom Text. Mit Fläche 0% sorge ich dafür, dass das Bild unsichtbar wird. Okay. Im Layout Designer sieht man jetzt nur noch die Kontur des nicht mehr vorhandenen Bildes. Das Bild bzw. die Kontur könnte nun mit in den Überstrahleneffekt, aber ich gebe der Kontur einen eigenen Überstrahleneffekt mit etwas mehr Lichtstärke. Und beides zusammen sieht dann so abgespielt aus. Und da wir ein Programm von Aquasoft haben, können wir mit diesem Konstrukt noch mehr tun, nämlich es animieren. Einmal gäbe es die Möglichkeit, hier bestimmte Effekte für den Text einzustellen, aber in dem Fall möchte ich eine Rotation und dafür lege ich beide Überstrahleneffekte in eine Flexikollage und animiere diese. Dafür markiere ich die Flexikollage, öffne die manuelle Eingabe, füge im Bewegungspfadmodus eine Marke hinzu. Die zweite Marke setze ich genau über die erste Marke. Den Zeitwert setze ich auf 10 Sekunden. Solange wie das Objekt dauert, soll es sich auch drehen. Und bei Drehung Y-Achse stelle ich jetzt die Endposition ein. Damit dreht sich das Objekt einmal um 360 Grad. Und abgespielt sieht es so aus. Und damit passend zur Schrift auch die Fotos und Videos im Neon-Look erstrahlen, kannst du den Überstrahleneffekt natürlich auch auf dein Bildmaterial anwenden. Hier habe ich Bilder mit Kameraschwenks versehen und auf diese zieht man dann auch einfach den Überstrahleneffekt und wählt passende Einstellungen und passende Kurven. Je nach Motiv kann man die Kurve abstimmen oder auch passend zur Musik animieren. Und natürlich auch weitere Effekte wie Farbeffekte oder LUTs benutzen. Mein fertiges Ergebnis zeige ich gleich noch einmal im Ganzen. Davon wird es auch wieder ein VIP-Projekt geben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!